applause. Didn't even get to cross. Hey Freunde, willkommen zum nächsten Test. Heute im Test sind die Vulcan Astronaut dran. Wir haben hier 200 Stück in der schönen roten Schachtel, sag ich jetzt mal. Die 200 Stück haben eine NEM von 80 Gramm, das macht 0,4 Gramm pro Böller. Und ja, ist halt ein F2-Artikel und war relativ günstig. Ich glaube vielleicht 4-5 Euro der Schinken. Ja, dann gehen wir gleich mal raus und testen die kleinen für euch ab. Achso, und ich habe natürlich auch noch die 48er Packung getestet und wer die sehen will, könnt ihr danach mal oben hier auf den i klicken. Dann kommt ihr gleich zu dem Video. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung. Reutzen Astronaut, die kleinen, in einer 200er Verpackung. NEM von jedem Ding müsste eigentlich auch draufstehen. 0,4 Gramm. Ich schaffe das jetzt nicht zu filmen, da ist noch ein 30 mm Dummbung. Aber wir können ja mal... Hammer! Dann halt Hammer. Bist du schon fertig mit Film? Packst du zusammen? Ja, ja. Ja, ja. Ich mache mal jetzt zwischendurch mal den kleinen Reutzen Astronaut. 0,4 Gramm. Süß. Puff. Sieht man so gut in der Kamera? Wenn man das jetzt großartig sagen, sind halt Pyro-Cracker. Ja. Den kannst du haben. Weil das ist schon der dritte, wenn du schmeißt, der erste, wenn du das. Und das Gründungspack. Lohnt sich ganz nicht weiter. Hey, was kostet denn das Pack für einen Mensch? Ja, Freunde, was sagt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich persönlich kaufe sie mir nicht nochmal. Ich werde den Karton aufheben. Nein. Das ist halt schön. Schön für die Vitrine, aber sonst muss man das nicht haben. Also Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Knall.